Das Leben spielt irgendwie verrückt. Du hast Autos, Uhren, Freiheit, du hast alles, was du immer wolltest und eigentlich müsstest du jetzt zufrieden sein, doch du bist es nicht. Wenn du bist wie ich, warst du in der Schule, obwohl du sie niemals wirklich mochtest. Du bist anders als die anderen Kinder, denn stillsitzen, die Klappe halten und das machen, was andere dir sagen, das war noch nie deine Stärke. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, dass du dort, wo du gerade bist, nicht wirklich hingehörst. Und vielleicht machst du sogar deinen Abschluss. Doch was dann? Wenn du bist wie ich, dann weißt du nicht warum, dann weißt du nicht wie. Und trotzdem spürst du ständig diesen Drang nach mehr, mehr Geld, mehr Zeit, mehr Freiheit, mehr Leben, mehr einfach alles. Und genauso wie damals bei mir, als ich das Thema Unternehmertum für mich entdeckt hatte, siehst du heute Internetunternehmer mit Porsche und Ferrari, die eine Rolex am Handgelenk haben und dir versprechen, auch du wirst Millionen machen mit ihrem System. Und das ist alles Bullshit. Dachte ich. Denn ich habe mich eingelassen auf diese Welt. Ich habe Bücher gelesen, sehr viele Bücher. Ich habe Seminare besucht, mir den Arsch aufgerissen. Und weißt du was? Ich verbrachte nicht mal mehr Zeit mit meiner Familie oder meinen Freunden, weil ich den ganzen Tag am Arbeiten war. 14, 16, 18 Stunden am Tag. Ich wollte es schaffen und allen zeigen, was in mir steckt und bin mehr gescheitert als fast jeder, den ich kenne. Doch ich habe alles auf eine Karte gesetzt, denn ich hatte keinen Plan B. Wenn ich eine Sache in meinem Leben gelernt habe, dann, dass Unternehmertum nicht leicht ist. Im Internet Geld zu machen und ein ortsunabhängiges Business aufzubauen, ist eine Kunst und Wissenschaft für sich. Aber weißt du was? Wenn es ein Gefühl gibt, das du mit nichts vergleichen kannst, dann das, was du in dem Moment spürst, in dem du aufwachst und merkst, all die harte Arbeit hat sich gelohnt. Meine größten Träume wurden zu meiner Realität. Wir denken alle, dass wir es geschafft haben, wenn wir teure Autos und Uhren besitzen. Aber du weißt genauso gut wie ich, dass das nicht stimmt. Ich war überall auf der Welt, ich hatte alles, was ich wollte, ich bin schnelle Autos gefahren. Ich habe schöne Frauen kennengelernt und lecker gegessen. Und dennoch war ich wütend. Ich war wütend, weil ich wusste, dass mich Materielles nicht glücklich machen wird und dass ich eines Tages merken werde, dass das alles keinen Wert hat. Der Mensch ist ein Wunder. Wir sind mehr als nur To-Do-Listen, Aufgaben und Pflichten. Wir sind Macher, Träumer und Visionäre. Glaub mir, wenn ich dir sage, das Leben schenkt dir nichts, aber es gibt dir alles, wenn du es dir holst. Und wenn du deine Träume leben willst, dann wird das niemand anderes für dich realisieren. Du bist der einzige Mensch, der dich erfolgreich machen kann. Wenn du es nicht für dich selbst in die Hand nimmst, wer soll es denn dann machen? Wenn du es willst, dann musst du es dir holen. Du hast 24 Stunden, jeden Tag. Wenn du dein Leben ändern möchtest, dann entscheide dich. Für die Träume anderer arbeiten oder deine eigenen verwirklichen. Irgendwelche Filme schauen oder Bücher lesen. Immer auf die nächste Party gehen oder endlich Seminare besuchen. Die Schlummertaste drücken oder aufstehen. Leben oder gelebt werden. Willst du mit Reue sterben oder mit Stolz? Vielleicht kennst du dieses Gefühl, dass du dort, wo du gerade bist, nicht wirklich hingehörst. Also entscheide dich. Mach deine Träume wahr und ganz egal, was kommt. Bleib dran.